Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und mit dem Markus. Servus Markus, schön dich wieder hier zu haben nach dem Skifahren. Ist ja auch schon wieder eine Weile her, aber trotzdem schaust du noch immer so mittelerfrischt aus. Das ist ganz gut. Ja, Sonntag, Deep Dive Zeit. Wir wollen da wieder ein bisschen gemeinsam laut denken und das tun wir heute mit dem Manuel Gruber. Servus mein Lieber. Grüß euch. Ja, wir freuen uns, dass du heute da bist. Und Tradition ist ja, dass ich immer ganz gerne auf LinkedIn schaue, was denn da so über dich steht. Und auf LinkedIn steht natürlich selbstverständlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, bei dir steht Manuel Gruber. At the intersection of social entrepreneurship, film production, marketing and media, interested in people, projects and companies that work for a better future. Das ist sehr ergiebig. Glaube ich, die längste Erklärung, die wir bis jetzt hatten, in rund 150 Episoden. Das zeigt, da haben wir auch jemanden, der durchaus einen recht interessanten Hintergrund hat. Wenn du in ein Taxi steigst und jemand sagt zu dir, was machst denn du? Was sagst du? Boah, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Es kommt darauf an, wer im Taxi sitzt und wer der Fahrer ist und wie ich den einschätze. Ich würde grundsätzlich, sage ich sehr oft, Filmproduzent. Das klingt dann aber sehr oft nach Hollywood, da muss man auch aufpassen. Oder man sagt einfach Werbemensch. Wenn es die richtige Person ist, würde ich im Moment sagen, ich bringe Menschen gemeinsam mit Omas bei, wie man Kuchen backt im Moment. ja, ist tatsächlich nicht so einfach, ja, weil diverse Backgrounds, die zusammenkommen, und das ist oft dann eine sehr gute Mischung für mich im Alltag, aber eine nicht so leicht zu verstehende. Wie würdest du deinem 5-jährigen Ich erklären, was du machst? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Dem 5-Jährigen. ja, ganz viel mit Kameras und Musik und laut und lustig. Und was hätte dein 5-jähriges Ich dazu gesagt? Geil? Ich glaube schon, ja. Das ist cool. Also ich find selber ganz cool eigentlich. So rein von der Arbeit ist es ganz cool, das inhaltlich einem 5-Jährigen zu vermitteln, weiß ich nicht. Wobei das... Dass die Oma backt, weiß ein 5-Jähriger, glaube ich, auch. Und dass man das fürs Internet aufhört. Wahrscheinlich könnte man dem 5-Jährigen erklären, dass die Oma dann irgendwo auf TikTok steht und jemandem zeigt, wie man einen Kuchen richtig backt. Weiß nicht, ob ein 5-Jähriger das versteht, aber vielleicht ein 8-9-Jähriger wird das schon verstehen, ja. Ich glaube, der 5-Jährige auch. Aber das werde ich in ein paar Jahren rausfinden, was so ein 5-Jähriger alles versteht. Ich taste mich da ja Tag für Tag vor. Richtig. Ja, ist unfassbar. Wie gesagt, ich habe gelernt, dass man mit 2 Zähnen schon richtig anständig beißen kann. Mit viel Leidenschaft. Unfassbar. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass diese 2 Zähne den Druck halt sehr gezielt auch an eine Stelle fokussieren. Aber egal. Das Lustige ist, wir zwei kennen uns schon richtig lange, bin ich drauf gekommen. Ich glaube, wir kennen uns seit 2010, 2011, so roundabout. Und da bin ich in die Startup-Szene gekommen und du warst schon längst dort. Jetzt bin ich mal neugierig. Du hast ja mal mit ganz was anderem angefangen. Ich glaube, du hast mir mal bei einem Bier oder 2 erzählt, dass du mal ursprünglich im Fußball unterwegs warst, oder? Ja, das ist lange her mittlerweile, ja. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe tatsächlich auch mal eine Startup-Idee gehabt, die damit zu tun hatte, die schon sehr, sehr ähnlich war dem, was ich jetzt tue, nur nicht mit Omas und Kuchen, sondern mit Tormännern, weil ich Tormann war. Also ich habe, glaube ich, noch immer die Domain tormann.tv, die wird zwar nicht bespielt, aber die gehört noch immer mir. Und es war damals das Thema, dass YouTube gerade aufkam, das war 2007, 2008 und da war YouTube bei uns und da gab es ein einziges Video, wo ein Tormann zu sehen war und das war ein Training zwischen Oliver Kahn und Sepp Maier. So ein 12, 15 Minuten Video, gibt es wahrscheinlich immer noch das Video, wo man zuschauen konnte, wie Oliver Kahn trainiert quasi. Und damals gab es ein paar Bücher für Tormänner, aber es gab de facto nichts am Markt, wo man außerhalb seines Trainings lernen konnte, wie ein guter Tormann trainiert quasi. Und wenn man nicht selber einen guten Tormann-Trainer hatte, den ich zu Glück hatte, aber selbst den konnte man nicht kontrollieren, gibt es da bessere Methoden quasi an sein Ziel zu kommen. Und mein Plan war damals, ich habe damals Medientechnik studiert mit Schwerpunkt TV-Produktion und eben gerade gelernt, wie man mit Kameras umgeht und Dinge produziert. Zu den Profiklubs zu gehen und denen zuzuschauen, wie quasi die Tormänner trainieren, 2 Stunden mitzudrehen und das als Teil Livestream, Teil On Demand zur Verfügung zu stellen und hintendran einen
Affiliate-Shop zu bauen, wo man dann die ganzen Tormann-Produkte tatsächlich der Profis kaufen konnte. War eine gute Idee, es sind andere Dinge dazwischen gekommen. Ist heute noch eine gute Idee, glaube ich. Ja? Aber ich finde das spannend. Tormänner sind eine irrsinnig gute Zielgruppe, weil sie all ihr Geld ausgeben für Equipment, deshalb gute Zielgruppe. Ja, ist das so? Ich dachte, Tormänner brauchen Handschuhe und relativ viel Mut. Ja. Neopren, Unterwäsche, alles mögliche, Teflon. Da gibt es sehr viele Dinge, die man brauchen kann. Teflon? Und überall steht dein Name drauf, das kostet natürlich extra. Genau. Und die Handschuhe muss man immer wieder neu kaufen. Ja, genau. Verbrauchsprodukte. Ja, ich und Fußball, das ist ein schwieriges Thema, wie Kollege Raunig da natürlich weiß. Aber ich finde das so spannend, weil, und das meine ich jetzt sehr wertfrei, aber die meisten Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, sind dann eher so auf Fußball und Co. fokussiert und weniger genau in die Richtung zu gehen. Woher kam das? Mich hat immer Medienproduktion interessiert und mein Background ist, glaube ich, der, dass ich bin mit 11, 12 in die Punkrock-Szene der 90er abgetaucht quasi und die besteht, das ist so ein bisschen für mich, dass der Ursprung von Entrepreneurship in unserer Generation ist diese ganze DIY-Bewegung, die in Kalifornien damals so groß wurde, Seattle ein bisschen. Das war einfach so, du hattest keine Chance als Punkrock-Band auf ein Mainstream-Label zu kommen damals und deshalb mussten die eben alles selber machen aus der Garage. Die erste große Geschichte war, glaube ich, nachdem Nirvana eben rauskam, ein Jahr später war dann Offspring Smash eigentlich. Ja. Das war eigentlich eine Vorband von einer anderen Band, die niemand kannte, hatten zwei Mini-Alben rausgebracht, die kaum verkauft wurden und hatten über Nacht weiß ich nicht wie viel, aber insgesamt haben die über 13 Millionen Stück von Smash verkauft dann und zwar als kompletter No-Name und aus der Garage heraus. Und das war so der Beginn dessen, dass quasi Independent-Labels auf einmal zu Konkurrenz zu Major-Labels wurden. Und was damit einherging, war, du musstest die Musik selber produzieren, du musstest die Cover selber gestalten, du musstest die Fotografie machen, die Konzerte organisieren und die Musikvideos auch drehen. Und all diese Punkte waren egal, ob man eine große Punkrock-Band in Amerika war oder irgendwie in einem Dorf im Burgenland, so wie ich gesessen ist. Mehr oder weniger die gleichen Sachen, du musstest die gleichen Skills lernen, um diese Dinge zu können quasi. Ja. Und daher kommt irgendwo meine Leidenschaft für alles, was Medienproduktion ist. Ja. Ich muss kurz dazu sagen, ich meine, die meisten von euch werden auf Spotify schauen. Jetzt müsst ihr euch mal diese Stelle auf YouTube anschauen, wie Kollege Raunig und ich beide plötzlich anfangen zu grübeln. Weil wir haben beide, glaube ich, diese Erklärung noch nie gehört in der Form. Ja. Ich habe noch nie die Kombination von Startup und Nirvana und Offspring gehört. Man muss dazu sagen, Nirvana und Offspring macht genau mein Herz ganz genau auf. Ich habe die Alben damals gekauft, als sie rausgekommen sind. Ich habe den ganzen Tag vor MTV gewartet, um die Songs zu hören. Schau mal, da hängt ein Nevermind natürlich an der Wand. Sehr, das müsst ihr euch jetzt auf YouTube ansehen. Also ich erkläre euch nicht, was ich gerade gesehen habe. Das ist jetzt einfach so hier mein kluge Marketing-Methode. Das finde ich überaus spannend. Das heißt, und du sitzt dann zu Hause im Burgenland in deinem Kinderzimmer, muss man fast sagen, hörst diese Musik, hast selber Bock drauf zu machen und aus diesem Wunsch des Machens heraus kommt dieses, okay, ich muss mir jetzt gewisse Fähigkeiten aneignen. Genau, ja. Was geil. Und wie geht das dann weiter? Das war damals tatsächlich auch Coden, ja. Also wenn du ein Label, also ich hatte meine ganzen Schulbücher, nicht einmal ab der Oberstufe, ich glaube schon in der Unterstufe, waren mit Lackstiften vollgemalt, wo imaginäre Musiklabels drinnen waren. Also ich habe Brands entworfen für Labels, habe Logos dafür designt und genau. Und habe mir vorgestellt, wie es wäre, so ein Label zu führen und welche Bands ich da gerne drauf hätte. Und das ist so ein bisschen der Anfang dessen, wie Unternehmertum beginnt. Und damit du das darstellen kannst, und ich habe mir dann auch Websites dafür gebaut, das war zu dem Zeitpunkt, wo man ein Pentium 1 hatte mit 16 und Dreamweaver 2 oder sowas drauf hatte und gelernt hat, wie man HTML und CSS codet. So bin ich dann auch zur Programmierung gekommen. Genau, und dann baut man sich die Website, designt sich so ein schäbiges Logo selber und hat dann plötzlich so ein imaginäres Label, das zwar nicht bespielt wird, aber das schon die Grundlage dessen darstellt, wie man Außenauftritte gestaltet und so. Und die mich dann auch später in der Handelsakademie war es so, dass ich dann den Onlineshop und die Website für unsere Übungsfirma zum Beispiel gebaut habe, ja. Und eigentlich immer in dieses Thema, wie helfe ich Projekten, sich nach außen darzustellen, reingedriftet bin und so auch in die ganze Branding-Welt und Marketing-Welt reingekommen bin. Ja. Was mich da jetzt interessieren wird, was sich ja in den letzten Jahren ganz stark in dem Bereich verändert hat, ist, dass durch YouTube und Co. ist es einfacher geworden, wahrscheinlich als Independent Artist eine gewisse Reichweite zu erzielen. Glaubst du, dass das dadurch den unternehmerischen Geist in jungen Musikern, in jungen Content-Creatern ein bisschen
weniger fördert, weil es einfacher ist als vorher, oder ist dadurch die Barriere gefallen und am Ende schafft man es eher noch, den unternehmerischen Geist zu wecken? Na, ich glaube, es ist zwar einfacher geworden, aber dadurch ist die Konkurrenz massiv größer geworden und man muss extrem kreativ sein. Also damit man heute über Nacht bekannt wird mit einem YouTube-Video, muss das schon sehr, sehr kreativ sein und auch sehr viele Zufälle mitspielen. Von dem her glaube ich, also was mich eher fasziniert ist so, wenn du jetzt Reels anschaust auf Instagram und TikTok zum Beispiel, was dann ja auch jetzt in den YouTube-Shorts sich widerspiegelt, wie viel Kreativität da drinnen ist. Also man denkt sich, man kann gar nichts, wenn man sich das anschaut als Mitte 30er heutzutage. Und das fördert, glaube ich, extrem die Kreativität, das finde ich so spannend. Und gleichzeitig muss man aufpassen, wäre ich jetzt nicht mit der gesunden Distanz 20 Jahre älter zu sein als die meisten Menschen oder mehr als 20 Jahre, hat man sehr schnell das Gefühl, man ist ein Loser, wenn man sich das anschaut, glaube ich. Weil man sieht halt in super komprimierter 15-Sekunden-Clips das Beste, was man sehen kann. Das sind 12-Jährige, die spielen besser Gitarre als ich nach 25 Jahren. Ja? Oder egal in welchem Bereich eigentlich. Und das ist gleichzeitig auch eine Gefahr, das ist natürlich super inspirierend und ich glaube, dass es noch nie so viel kreatives Talent auf der Welt gab wie heute oder zumindest nicht sichtbar. Und auch das Level steigert sich natürlich extrem, in allen Bereichen, in jedem Sport sieht man das ja natürlich. Aber gleichzeitig ist es auch so schwer wie nie zuvor an die Spitze zu kommen, weil man sehr schwer zu diesen Besten auch gehören kann dann, ja. Ich finde das überaus spannend. Ich meine, fühlt man sich wie ein Loser? Ich finde es so spannend, dass eigentlich vor ein paar Wochen mit der Hanna von Austrian Startups darüber philosophiert beim Call, dass eigentlich die Kids heutzutage alle in ihrer Hosentasche ihre Bühne haben. So trivial das klingt, weil wenn du dran denkst, früher, wenn man eine Band hatte oder wenn man etwas konnte, dann konntest du es maximal im Dorf halt irgendwo auf einer Bühne vorführen. Und heutzutage, alles, was du in Anführungszeichen brauchst, ist dein Smartphone, hast aber auch eine Konkurrenz von einigen 100 Millionen Menschen dort draußen, die denselben Zugang haben. Mhm. Das Interessante ist aber, du schaffst auch eine Generation, die es gelernt hat, sich zu präsentieren on point. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema Pitch und Co. verändert, so aus meiner Perspektive. Aber auch die quasi auch selber sehen, wie gut andere sind, was natürlich auch wiederum sehr demotivierend sein kann, wenn man eben selber 15 ist und irgendwie 3 Akkorde nicht wirklich kann und dann ist da irgendjemand anderer, der alles kann. Das ist schon überaus spannend. Ich mag noch mal ein bisschen... Okay. Markus. Ich glaube, man lernt auch halt kontinuierlich zu optimieren. Und ob das immer gesund ist, sei auch dahingestellt, weil man merkt halt dann, okay, was funktioniert nicht. Und wenn man sich TikTok anschaut, dann ist das halt oft auch, ja, nicht immer die fördernswerten Instinkte, die da angesprochen werden, sage ich mal. Mhm. Und das ist schon, glaube ich, auch es löst halt einen Mechanismus in Menschen aus, wo man halt immer mehr halt auch dann Dinge tut, die vielleicht auch sich entfernen von dem, was man eigentlich initial machen wollte. Das ist nicht immer schlecht, aber es ist schon dieses iterative A-B-Testing, was dann überall so reincreept, ist etwas, was auch Schattenseiten hat für mich. Und die Gehirne natürlich der Jugendlichen, das ist natürlich, wie wir aus der Neuroforschung wissen, super ungesund, wenn man in 15-Sekunden-Clips seinen Tag verbringt und im ständigen Multitasking quasi ist. Also ich bin gespannt, was man in 30 Jahren in der Neurowissenschaft darüber sagen wird, was für Auswirkungen TikTok und all die ganzen Social-Media-Plattformen hatten. Schon komplett richtig. Plus natürlich diese Instant Gratification oder auch nicht, die man erwartet. Man macht das, man tut das. Ein schwieriges Thema, ein spannendes Thema. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück zu dir gehen. Das heißt, ich sehe dich noch immer quasi in deinem Kinderzimmer. Du designst Labels, hast Ideen, fängst an, die ersten Eigenschaften anzueignen. Dann sprichst du von einer Übungsfirma, wo du dann quasi auch begonnen hast zu machen. Führ uns ein bisschen weiter durch deine ersten Schritte. Ja, ich bin dann zum Studium gekommen. Ich war in einem Internetcafé in Eisenstadt und habe die Universitätsdatenbank für Studien, da sind 850 Studien circa drauf gewesen, durchgeschaut und habe geschaut, ob irgendwas da drauf ist, was in irgendeiner Weise mich interessieren könnte. Und was am spannendsten geklungen hat, war Medieninformatik an der TU, weil ich mir dachte, ja, Medien und Journalismus hat mich immer interessiert und Programmieren sowieso. Und habe mich dann da eingeschrieben, ja, gemeinsam mit meinem damaligen besten Freund, der einfach gesagt hat, okay, dann mache ich das auch. Und plötzlich waren wir da inskribiert an der TU und hatten keinen Plan, trotzdem ich vorher schon programmieren konnte, wie wenig interessiert jemand an der TU ist, dass du etwas lernst dort.
Also ich bin da jeden Tag hingefahren und da hatte ich jeden Abend das Gefühl, ein bisschen dümmer nach Hause gefahren zu sein als vorher. Kann mich noch an die erste Übung Einführung in das Programmieren erinnern, dass da der Tutor reinkam und Zetteln auf den Tisch lag mit 10 Übungen drauf und gesagt hat, ja, unsere Programmiersprache ist C++, ich wünsche euch viel Spaß, bis nächste Woche. So, das war so das, wie man uns Programmieren versucht hat zu lernen. Was für mich noch ging, weil ich konnte das irgendwie umsetzen, aber jemand, der aus einer AHS kam, noch nie Code gesehen hatte, hatte eher ein Problem damit, nehme ich an. Ja, ja, da muss ich kurz einhaken. Ja, denn ich habe auch Wirtschaftsinformatik an der TU Wien studiert. Ich habe dann irgendwann abgebrochen nach 3,5 Semestern. Aber ich habe auch dieses Einführen ins Programmieren, genannt EPROC, auch gehabt. Damals war es Java und das war genauso. Es war so, ja, willkommen, nächste Woche ist es die und die Abgabe, hier ist das Buch, viel Glück. So habe ich Programmieren nicht gelernt. Lustigerweise, das fällt mir nur gerade ein, da habe ich was anderes gelernt an der Stelle. Ich kann mich erinnern, ein Freund von mir konnte programmieren und ich weiß, ich bin verzweifelt. Buch, 500 Seiten, ich glaube 2 Wochen Zeit und ich bin nicht der Typus, der das irgendwie, habe ich schnell gemerkt, programmieren kann ich nicht. Und ich habe ihn gefragt, hey, kannst du mir nicht deinen Code geben? Und der Typ hat gesagt, was willst du mit meinem Code? Man musste das damals präsentieren. Ich sage, ja, gib mir doch den Code. Und ich habe dann seinen Code bekommen, habe mich ein bisschen eingelesen und er hat auf seinen Code eine 3 bekommen und ich habe auf seinen Code eine 1 bekommen. Und ich weiß noch, wie der Typ gesagt hat, wie hast du es gemacht? Und ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe dem Typen einfach erklärt, was da ist. Und habe ich gemerkt, okay, programmieren kann ich nicht. Was ich aber kann, ist relativ gut präsentieren. Und dann habe ich nichts mehr draus gemacht. Ein paar Jahre später habe ich mich an dieses Ereignis erinnern müssen, dass ich da vielleicht schon mal so ein erstes Talent in die eine Richtung gesehen habe. Aber unendliche Frustration in dem Moment gelernt habe, weil beigebracht wurde gar nichts. Also hier ist das Buch. Mach. Sehr frustrierend. Ja, das war dann auch, ich habe 9 Semester tatsächlich an der TU verbracht und habe dann kurz vom Bachelor abgebrochen, habe aber allerdings im 2. Semester mit einem Studienkollegen gemeinsam, wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr welche Übung, Multimedia 1 oder irgendwie so hat das geheißen, wir haben das Guggenheim-Museum virtuell abgebildet, quasi nur als Prototyp, aber das gibt es jetzt tatsächlich lustigerweise. Wir hatten das damals Virtual Museum genannt, das Projekt. Und ein Studienkollege von mir war eher in Richtung Grafikdesign unterwegs und ich eben in Richtung Programmierung. Und wir haben dann, er hatte dann einen Auftrag reinbekommen, irgendwie eine Website zu machen und hatte keinen Programmierer und hat mich dann Ende des 2. Semesters war das, wir waren beide noch 20, glaube ich, gefragt, ob wir nicht das Projekt gemeinsam machen. Und das haben wir dann gemacht. Das war so ein Kunst-Online-Handel, ganz was Kleines, ja, es klingt alles viel größer. Haben diese Website umgesetzt und am Ende kam dann der Kunde auf uns zu und sagt, ja, super gemacht, schickt mir eine Rechnung. Und ich aus der Handelsakademie kommend, sagt zu ihm so, na, wenn wir eine Rechnung schicken müssen, müssen wir eine Firma gründen. Und wir sind dann tatsächlich am nächsten Tag zur Wirtschaftskammer Gründungsservice und okay, zum Finanzamt und zur Sozialversicherung und haben unsere erste, damals war es noch eine OEG, gegründet. Alle haben uns gesagt, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Und wir waren so, ja, ja, ganz klar. Ja. Ohne irgendeinen Plan, was wir damit machen werden. Genau, das ist auch dann ganz gut gegangen, bis die erste SVA-Abrechnung dann kam. Dann haben wir mal überlegen müssen, dass wir ein bisschen mehr verdienen müssen als das, genau. Ist dann aber tatsächlich, wir haben das dann tatsächlich 5 Jahre lang betrieben. Ja. Und das war dann so eine Mischung aus Branding, Online-Marketing und Programmierbude eigentlich. Ja. Das war dann die Visual Propaganda. Genau. Sweet, sweet. Okay, finde ich cool. SVA-Brief ist natürlich auch für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin, wenn dieser grüne Brief, also grün getönte Brief kommt, das ist der Moment, wo ich denke, mal schauen, was da drin steht. Genau. Und dann wird einem schlecht und dann wird man für immer darauf konditioniert, wenn der Brief kommt, schnapp dann ab. Dann sagt die Mama, ich hab's dir doch gesagt. Also das ich ist damals sagen, noch in mein Elternhaus gekommen, ich habe noch daheim gewohnt damals und meine Mama hat eine irrsinnige Angst aufgebaut, dass vom Finanzamt oder von der SV, auch wenn es nur die normalen Abrechnungen, die auch bezahlt wurden, waren, immer wenn so ein Brief drinnen war, war für sie so Herzstillstand, Moment, was hat der Bursche wieder gemacht quasi. Ich glaube, das geht aber lustigerweise zehntausenden anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auch so. Man lernt das, man hört diese Horror-Stories und obwohl es irgendwann dann relativ klar ist, was da kommt, wann das kommt, wie hoch das ist, ist es trotzdem noch immer so etwas. Und bei mir ist jetzt, ich bin jetzt seit, wie lange, 10, 11 Jahren selbstständig, noch immer, wenn ich diese Briefe bekomme, obwohl ich Monate im Voraus weiß, wann der kommt, was drin steht, wie viel es ist, ist noch immer so, dass ich dieses Ding noch immer mit einer gewissen Nervosität öffne und noch immer mir am Anfang, wenn ich die Zahlen drin sehe, mir noch immer ein bisschen schlecht ist, weil es einfach, es ist schon, finde ich, psychologisch noch immer was sehr anderes als ein Angestellter, der einfach eine Summe bekommt, das ist deins, gib's aus, mach, was du willst, versus hier ist ein Brocken Kohle,
knall den weg. Ja, es ist bedrohlich. Und das finde ich auch in der Psychologie des wahrgenommenen Unternehmertums in Österreich halt auch schwierig, weil jeder diese Geschichte kennt. Und jeder diese, also wenn du dich selbstständig machst, du weißt, das ist prinzipiell der Ruin, wenn du da nicht bla 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 machst. Ein schwieriges Thema, eigentlich. Was sagst du, Kollege Raunig? Wie können wir das verändern? Ja, das müsste man, glaube ich, von Grund auf neu denken. Mhm. Selbstständigkeit attraktiv machen. Das System ist nicht darauf aufgebaut, dass das in irgendeiner Form dienlich ist, sondern es ist halt für Angestelltenverhältnisse aufgesetzt. Ja, schon. Ich habe mir immer gewünscht, dass es quartalsmäßig wäre, allerdings sozusagen relativ einfach, dass du ein Quartal hast und dann hast du danach noch 90 Tage Zeit, um eben dieses Quartal zu begleichen und dann ist es auch erledigt. Das wäre ganz schön. Und Quartal 1 setzt du 50 Euro um. Gut, dann musst du halt 50 Euro versteuern. Quartal 2 machst du 100.000. Cool. Aber dieses typische 2 Jahre nachher und vorher und links und rechts und oben und unten, das ist halt schon richtig brutal. Ist halt auch sehr brutal, finde ich, auch gerade bei Frauen, die sagen zum Beispiel, so, jetzt möchte ich ein Kind kriegen und dann kommt das plötzlich. Oder Personen, die sagen, ich möchte ein Sabbatical haben und trotzdem kommen die Vorauszahlungen. Boah, das ist schon, es ist halt auch schwierig, einfach dieses Geld auf die Seite zu tun, dieses Geld zu haben. Für viele. Da sind wir ein bisschen abgedriftet, aber es ist ja auch die Idee des Podcasts und auch da einfach über diese Sachen nachzudenken. Du hast dann aber noch ein anderes Thema für dich entdeckt, 2008. Ja, es war eigentlich dann, genau 2008 habe ich dann, das war nach dem 9. Semester, wir hatten eine Filmübung im Informatikstudium tatsächlich mit einer 90er-Jahre-Kamera für 300 Studenten gefühlt, wo man dann warten musste, bis man die ausleihen durfte und man hätte daheim eine bessere gehabt. Nichtsdestotrotz war das extrem spannend. Also wir mussten einen Kurzfilm konzipieren und umsetzen. Und ich habe das damals, glaube ich, Regie, Kamera, alles geschrieben und so weiter und habe gemerkt, wie sehr mir das taugt. Und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie man mehr in diese Richtung gehen kann, weil das Informatikstudium mir schon oben gestanden ist und ich eigentlich kaum mehr an der Uni war, sondern mehr in meinem eigenen Unternehmen gearbeitet habe. Und genau, und dann habe ich mich umgeschaut und Filmmark war kein Thema, war ein bisschen zu spät, langes Aufnahmeverfahren und so weiter. Und ich wollte auch nie wirklich so in Richtung Spielfilm gehen. Ja, mich hat immer mehr Dokumentarisches interessiert und das, was man mit Kamera und Content umsetzen kann. Und ich habe dann eben in St. Pölten, die FH St. Pölten hat damals eben Medientechnik mit Schwerpunkt eigentlich Musikproduktion und TV-Produktion. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, ob es Musik oder TV werden wird oder Filmproduktion. Und habe mich dann aber dort für Filmproduktion entschieden und ja, das war eine sehr gute Entscheidung und ich konnte dann plötzlich diese Erfahrungen, die ich aus Online-Marketing, SEO, Programmierung und so weiter mitgenommen habe, mit dem aufkommenden Medium YouTube damals noch, da kam Facebook und YouTube, da gab es noch nicht viel anderes, verbinden und überlegen, wie macht man Filme quasi für Unternehmen, um die besser darzustellen, die auch Reichweite bekommen können und so weiter, genau, und habe dann einen Rebranding, wenn man so will, gemacht und dann angefangen, Filmproduktion zu machen tatsächlich. Und ich weiß noch, auf meinem ersten Set gestanden zu sein als Produzent. Ich glaube, das war ein Musikvideo und nicht zu wissen, was ein Produzent eigentlich macht, aber ich war halt da und hatte eine tolle Crew da mit Leuten, die heute alle sehr etablierte Filmemacher sind. Anscheinend auch ähnlich wie du, Daniel, ein Talent für Verkauf und so tun, als würde man wissen, was man tut. Ja. Und irgendwie wächst man dann rein, wenn man den Leuten zuschaut und dann kommen Aufträge und man hat von alten Kunden kommen irgendwie Aufträge und plötzlich ist das irgendwie gegangen. Ja. Und plötzlich hatte man eine Filmproduktionsfirma. Ja. Und das habe ich auch relativ lange so betrieben. Ja. Ich glaube, das Lustige ist, manchmal muss man so auch diese Tendenz haben. Markus, du hast es mal so diese unternehmerische Intelligenz bezeichnet. Klug genug zu sein, Ideen zu haben und blöd genug, sie umzusetzen. Und manchmal erwische ich mich auch selber dabei, dass man dann bei Sachen sagt, ja, das kann ich. Und man sagt, natürlich kriege ich das hin. Und man dann aber manchmal Sachen macht, wo man noch so gar nicht ganz genau weiß, worauf man sich einlässt, aber dadurch natürlich auch sich dem Ganzen aussetzt und einfach sehr schnell sehr viel lernen muss. Ich meine, das Lustige ist an der Stelle, müssen wir vielleicht mal zu einer anderen Zeit drüber sprechen, aber meine erste Moderation bei der Startup Week vor Pioneers habe ich tatsächlich, wusste nicht, wie man jetzt moderiert. Hat mir auch keiner erklärt. Also habe ich mir, ich bin BWLer, also habe ich mir einfach eine PowerPoint gebaut und habe mir die PowerPoint dann auf der Bühne hingestellt und Karten hatte ich nicht und wusste ich auch nicht. Also ja. Und das zweite Jahr war dann halt so das Typische, wollte ich das wieder so machen und dann meint damals der Igor zu mir, ja damals sozusagen das Mastermind hinter den Pioneers, sozusagen den ganzen Drumherum war ein großartiger Mensch,
Ja, es geht nicht. Ich so, was heißt, das geht nicht? Ja, die Speaker brauchen das. Ja, aber fuck, ich habe doch hier, wo soll ich denn wissen, was ich sage? Und dann hat er mir damals dann noch sein persönliches Notebook auf die Bühne gestellt, wo ich durch einen Klicker dann meine Cue-Cards hatte. Bis mir dann tatsächlich irgendwann Sonja Kraus mal erklärt hat, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Aber durchs Machen lernt man auch manchmal. Man muss halt nur blöd genug sein, sich hinzustellen. Hat aber keiner gemerkt. Ich muss dazu sagen, ich habe das, glaube ich, festgehalten im Moment. Ja, ich kann mich sehr, sehr genau daran erinnern. Wirklich? Du meinst, wo Igor mir gesagt hat, das klappt nicht, oder? Ich habe das Ganze, auch die Pre-Production und so weiter, aufgezeichnet. Ich habe das immer noch auf Festplatten liegen, quasi die komplette Startup-Week in Stunden an Content. Oh mein Gott. Ja, das ja. Sehr viel aus der österreichischen Startup-Szene, das manche Leute vielleicht gar nicht mehr sehen wollen. Ja. Genau. Und ich glaube, wir haben in über die Zeit 300 Pitches oder so aufgezeichnet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute über Pioneers hinweg und so weiter gepitcht haben. Und das war sehr, sehr spannend immer. Ja, ja, ich meine, du hast ja, glaube ich, wie kaum ein anderer gesehen, wie diese Startup-Szene entstanden ist und eigentlich sie auch mit dokumentiert. Du musst ja eigentlich, wie bist du in Berührung gekommen mit diesem Startup-Umfeld? Weil ich meine, man merkt die Annäherung, aber was war so dein erster Touchpoint? Wer war das, wie war das? Ja, ich habe eine Journalistenakademie gemacht 2008, parallel zum Studium, so eine einjährige Privatakademie. Und ein Vortragender war Harald Katzenschläger, den Katzi kennen Sie vielleicht. Der zufällig gerade aus dem Silicon Valley gerade zurückgekommen und ist eingesprungen für einen Freund von ihm und hat damals eben gerade begonnen, Dream Academy zu bauen. Also so sich zu überlegen, wie komme ich aus meinem alten Job raus und helfe anderen Leuten, ihre Träume umzusetzen und ihre Ziele zu verfolgen. Und ich habe das mega spannend gefunden, weil ich damals schon einen Blog geführt habe und er gerade aus dem Silicon Valley kam und über Trends gesprochen hat, was sich da drüben gerade tut. Und ich scheinbar der Einzige war, der ganze Zeit Fragen gestellt hat während des Tages. Es war ein Samstagvormittag, weil es am Wochenende berufsbegleitend war. Und er hat mich dann zu sich eingeladen und wir haben dann gemeinsam eigentlich an dem Projekt weitergearbeitet. Und was wir getan haben vor allem und was ich auch jedem jungen Menschen raten würde, ist, wir sind zu jedem Event gefahren, das irgendwie spannend geklungen hat. Damals noch, ich bin gerade an der Grenze gewesen, nach Wien zu ziehen. Und wir sind da eben, das allererste war von damalig Startup Live, das war noch bevor es irgendeine Art von Startup Live gab, so ein Mini-Event, wo Frederic de Bong unter anderem sowohl organisiert als auch gepitcht hat, genau, und einige andere Leute dabei waren, das war 2009, 2010 herum. Und genau, da bin ich das erste Mal in Berührung mit einer wirklichen Szene gekommen, da ist es auch richtig losgegangen, glaube ich. Da waren das erste Mal, da habe ich noch Fotos, wo in Palekinski oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, 35, 40 Leute im Keller sitzen und sich Pitches anhören. Ja. Und das ist ja dann weitergegangen, da sind dann die ersten Startup Lives entstanden. Ich habe dann das erste Mal 2010, ich glaube es war 27.10. kurz vor Halloween, weil das war immer um Halloween, war Startup Live 3 dann, da habe ich dann das erste Mal gepitcht, eine Idee auch mit Helmkamera. Und genau so ist das dann losgegangen. Ich war dann im Impact Hub, der Matthias Reisinger war ja auch vor kurzem bei euch zu Gast, soweit ich weiß. Mhm. Das ist auch losgegangen 2009 und da habe ich auch einen Haufen Material von Social Impact Awards und keine Ahnung was. Und ich habe halt immer eine Kamera dabei gehabt, habe ich heute noch immer. Also man sagt, ich bin verwachsen damit und ich habe das einfach, man muss immer ready sein zu dokumentieren. Und genau, ich habe damals angefangen so zu lernen, wie man fotografiert und Film macht und Interviews macht und habe quasi alle meine Passionen aus der Jugend quasi zusammengeführt mit interessanten Leuten und dem, was sich da tut. Ja. Das ist witzig. Und dann sind wir uns irgendwann auch dann das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann. Die ganze Zeit wann? Ich weiß es nicht. Es muss so dieser berühmte Sektor 5 gewesen sein. Auf jeden Fall das erste Mal, dass wir beide professionell miteinander zu tun hatten, war sozusagen ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, im Rahmen von der Startup Week und Pioneers, dass du ja dann unter anderem auch Pioneers TV produziert hast. Das ist so eine Erinnerung, da kannten wir uns aber schon eine ganze Weile. Aber du hast das dann unter anderem produziert. Ich habe es dann moderiert und du warst dann quasi auch immer irgendwie da mittendrin und hast plötzlich, für mich warst du sozusagen der Regisseur und der Visual Artist des Startup-Umfelds. Das war so ein bisschen so mein Eindruck dazu. Wir haben es sowieso gleich gut verstanden, aber ja. Ja, das war damals so, da war das halt, ich glaube heute gibt es nicht mehr so, also ihr macht es noch Initiativen, aber wir sind nicht mehr dort, wo wir 2013, 2014 waren, wo dieser große Hype war. Nachdem das Pioneers Festival dann vorbei war, war, glaube ich, der Hype so vorbei auch insgesamt. Da gab es ja an jeder Ecke, jedes Wochenende 2 bis 3 Startup-Events gefühlt. Also man wusste teilweise nicht, wo man hingehen soll.
Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe dann 2010, 11 auch angefangen, eine Doku zu drehen, wo es zwar einen Trailer gibt, aber die ich nie fertig gemacht habe, wo ich unter anderem auch in London dann war und dort mit Stefan Glänzer dort Interviews geführt habe und dann in Wien die ganze Szene irgendwie versucht habe abzubilden, die Founders einfach geheißen hat. Ja. War zu dem damaligen, heute klingt das ziemlich platt, aber damals war das noch kein Begriff. Da. Mit einem Haufen Leute Interviews geführt habe, die auch heute noch im Archiv liegen. Und mich hat das einfach fasziniert, ja, dass da auf einmal lauter andere Leute sind, die auch aus nichts heraus Dinge schaffen wollen und du auf einmal eben, wie du sagst, im Sektor 5, neben dir, da ist Curiously gesessen, da ist MySugar gesessen, lauter Leute, die halt heute Namen haben oder geexited haben oder große Companies gebaut haben. Und das war eine irrsinnig spannende Zeit, weil das so ganz normal war, das war alles so klein und so low-level, man ist mit jedem auf Augenhöhe da irgendwie am Schreibtisch nebenan gesessen quasi. Und gefühlt jedes Wochenende war eine Party, wo man die Leute kennenlernen konnte und das war total spannend. Ja. Und wie dann mit Pioneers oder der Startup Week das erste Mal 2011 mehr oder weniger ganz Europa nach Wien kam das erste Mal, war das auf einmal so, als wäre Wien tatsächlich so am Sprung, eine große Startup-Stadt zu werden. Ja. Wir waren ja auch sehr nah dran. Heute gibt es ja mehr große, relevante Startups, aber viel weniger Szene. Das ist das Interessante, finde ich. Hast du schon mal darüber nachgedacht oder wie real denkst du, ist die Chance, dass du dieses ganze Material einmal zusammenholst und eine Doku tatsächlich auch fertig machst? Weil wie du richtig sagst, die ganzen Leute, die du da eingefangen hast, sind ja heute schon ganz woanders und das in der Anfangszeit zu sehen, wäre glaube ich schon sehr spannend. Ich glaube, wenn jemand die Passion hat, ich würde das Material sehr gern hergeben. Ich habe nicht mehr so die große Leidenschaft dahinter, glaube ich. Das ist nicht mehr so stark mein Thema. Bei mir ist es mehr in Richtung Impact abgedriftet. Also mich interessiert viel mehr Themen, die heute, und ich glaube, das wird auch in der Zukunft noch viel mehr werden. Wo sind Startups, die mit dem gleichen Effort, den man in jedes Startup reinstecken muss, quasi große Veränderungen schaffen in der Welt? Und da tut sich ja auch sehr viel in diese Richtung. Damals war das noch sehr viel, da ging es noch sehr viel um das klassische Muster, ich baue schnell was in der Garage und mache viel Geld damit. Nicht bei allen Startups, da gab es auch Startups, die an Impact gedacht haben. Und ich meine das auch gar nicht im Bösen oder Negativen. Das war einfach, jeder hat eine Idee gehabt und hat sie einfach gebaut. Ich weiß nicht, ob ich noch das Sitzfleisch hätte, weil das einfach sehr, sehr viel Arbeit ist, eine gute Doku daraus zu machen. Und man müsste wahrscheinlich jetzt 25 Protagonisten interviewen dazu und das Ganze zusammenschnipseln. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die gern so Material hätten, ja. Also das sind, ich weiß ja nicht, von wem aller wir da Bühnenpitches hatten, es wurde jeder einzelne Pitch und jede Pitchprobe, die je beim Pioneers Festival war oder bei der Startup Week, wurde ja mitgedreht. Und wir waren verantwortlich, dieses ganze Material zu drehen und auch zu archivieren damals. Und ich habe festplattenweise in meinem Lager Material liegen, ja, also terabyteweise. Naja, schau, ich meine, du musst dir ja vorstellen, Austrian Startups wird ja nächstes Jahr 10 Jahre alt. Und es ist natürlich schon ein Schatz, auf dem du da sitzt. Vielleicht, wenn man da einfach ein paar Leute hat, die auch Bock haben, sich da reinzuarbeiten, vielleicht könntest du ihnen ja ein bisschen... Sehr, sehr gerne. Das wäre toll. Also podcast@austrianstartups.com, wenn du Bock drauf hast, auch gerne auf Discord-Channel oder wie auch immer. Das wäre natürlich schön. Das Lustige ist einfach, ich weiß, Manuel, wir zwei haben immer drüber geschwärzt, wie lustig es wäre, Fotos zu machen am Anfang der Leute und am Ende, wie schnell wir alle gealtert sind. Das war dann eigentlich auch schon so der Alterungsturbo. Das hat mir immer gut gefallen. Auch Jürgen Furian, ein sehr, sehr enger Freund von uns, der ist ja auch, also mit Verlaub, der ist auch schnell grau geworden, kann ich mich erinnern. Also ja, wir scherzen immer so, wer von uns beiden grauer geworden ist, wenn wir uns sehen. Ja, ist okay. Ist okay. Es ist einfach eine lustige, spannende Zeit. Und das Lustige ist, wenn ich so überlege, wie du am Anfang auch über die Pong-Zeit, Nirvana, Offspring, das Garagenthema gesprochen hast, dann war es ja eigentlich nichts anderes sozusagen in der frühen Zeit. Wir haben uns halt alle auch im Sektor 5 getroffen, es war alles so ein bisschen anarchistisch. Die Leute waren natürlich auch ein bisschen anders, jeder halt irgendwie gemacht und du hattest die Möglichkeit mit einer Idee die ganze Welt auch ein bisschen zu verändern. Und das Spannende war, auch damals viele von den Pitches waren nicht so gestreamt wie jetzt, da ging es nicht darum, VC zu kriegen, was ein VC war, war auch nicht so ganz klar, sondern es ging eigentlich sehr stark darum, einfach machen und tun. Es war eigentlich auch in der Zeit, gerade 2011, 12, 13, in einer vor Rocket Internet, in einer vor YC war noch nicht so richtig bekannt wie jetzt. Es gab eigentlich auch wenig Informationen zu dem Thema. Und das war halt einfach irrsinnig spannend und irrsinnig schräg. Und es hat sich natürlich schon stark verändert. Und viele von denen, die damals, wie soll ich sagen, fast mit einer Naivität herumgelaufen sind, sind jetzt an sehr, sehr spannenden Stellen in ihrem Leben. Du hast den Frederic de Bong natürlich angesprochen. Holy shit, der Typ hat da MySugar mitgegründet. Und he's gone places.
Das ist schon natürlich schräg zu sehen, aber auch wie sich eine Szene geändert hat. Und die Szene, die eigentlich sehr underground war, ist jetzt eigentlich ja, in der Mitte angekommen. Startup ist jetzt an einem Ort. Wie schätzt du jetzt sozusagen auch die Startup-Szene in Anführungszeichen, das Thema Startup ein aus deiner Perspektive? Wo ist man da jetzt? Was? The good, the bad, the ugly. Weil du bist ja ein sehr direkter Typ. Ich bin von dem Thema ein bisschen entfernt. Also was ich mitbekomme, ist, dass ohne diesen ganzen Hype rundherum, das mag zum einen daran liegen, dass ich nicht so in der Szene mehr drinnen bin, aber dass es auch nicht mehr so viel gibt und wir in einer Pandemie stecken natürlich, weil ihr seid eigentlich die gewesen, die das dann fortgeführt haben, dass es überhaupt noch sowas wie eine Szene gibt, würde ich sagen, mit den regelmäßigen Stammtischen, wo ja einfach Arbeit reinfließt, die keiner sieht, aber ohne dem ist dann einfach nichts da, ja, und wenn das niemand macht, dann existiert einfach nichts, ja. Das wird, glaube ich, oft übersehen auch. Aber jetzt haben wir Pandemie noch gehabt, keine Events und so weiter. Und was mich wundert ist, dass dann so Dinge wie Bitpanda aus Österreich rauskommen oder Ghostjuden und so, also diese ganzen so richtig Big Player im internationalen Niveau, ohne dass es das alles parallel gibt quasi. Das entsteht trotzdem. Und das ist, glaube ich, schon basierend auf der Grundlage, die letzten 10, 12 Jahre da in Wien auch gemacht wurde, ja, dass dieses Thema einfach mal Hype war. Und vielleicht jetzt nicht mehr im täglichen Leben sich wie Hype anspürt, aber trotzdem sehr viel Arbeit dahinter gesteckt ist, dass diese Themen zu jungen Leuten, zu Universitäten und so weiter gekommen sind. Und dass das jetzt normal ist, dass man versteht, was ein Startup ist, was Investoren sind, wie dieses ganze Game ist, dass man Pitch-Training nimmt zum Beispiel auch. Ja, das ist ganz normal geworden, dass jetzt zum Beispiel ein WU-Student weiß, wie so etwas funktioniert oder wie der Ablauf da dahinter ist. Das war 2008, wusste, wie du eh vorher gesagt hast, niemand diese ganzen Begrifflichkeiten, ja. Und das ist schon sehr spannend, dass da jetzt einfach ein Nährboden entstanden ist und vielleicht nicht mehr dieser große Hype da, aber der hat aber auch immer etwas Negatives, ja, dass dann ein Bild entsteht von, ja, da ist ganz viel am Tun und in Wirklichkeit so viel Großes hat sich nicht getan. Es hat 4, 5, 6, 7 Projekte gegeben, vielleicht die wirklich groß waren und sehr, sehr viele Projekte, die genauso schnell gescheitert sind, wie sie gestartet wurden. Ja, was ja auch ganz normal ist, das wird ja jetzt auch nicht anders sein. Und jetzt entsteht das Ganze, ohne dass man sich jedes Wochenende trifft und man hat das Gefühl, die wirklich arbeiten, sind dann sowieso nicht dabei. Ja, die sind vielleicht am Anfang dabei, um die Inspiration zu bekommen, aber wenn man dann wirklich in einem Startup drin ist, hat man gar nicht die Zeit, da jedes Wochenende auf eine Party zu gehen oder auf ein Startup-Fest zu gehen, weil man einfach, jeder, der mal gegründet hat, weiß, wie viel man zu tun hat dann. Ja. Komplett richtig. Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen so, wenn man sich jetzt die Musikszene anschaut, wenn halt man am Anfang so eine Indie-Szene hat, die in sich unglaublich einen starken Zusammenhalt hat, aber auch oft sehr homogen ist. Und sobald die eine gewisse Größe erreicht und dann diesen Sprung in Richtung Mainstream macht, wird sie auch, ist dann oftmals gar nicht mehr so eine klassische Szene. Das wird dann auch teilweise schon wieder als nicht mehr so cool wahrgenommen. Man gibt sich jetzt mit der ganzen Gesellschaft ab. Also ich glaube schon, dass da auch die Startup-Szene ein bisschen so eine Entwicklung durchgemacht hat und einfach mehr in die Breite gekommen ist. Dadurch aber auch vielleicht so diese kleine Familienstruktur, oder Familie ist das falsche Wort, aber diese kleine Szenenstruktur sicher ein bisschen verloren hat. Ja, ob das gut oder schlecht ist, mag man diskutieren. Ja, das war ja bei großen politischen Bands immer das Thema, will ich meine Message in die Welt bringen oder will ich nicht in einer kleinen Szene sein? Ja, also es ist ein Streitpunkt, seit es Musik gibt, glaube ich. Ja. Ja, aber es ist halt auch lustig, wenn man sich die Gründerinnen und Gründer anschaut, die sich quasi auch dann oft sehr wandeln müssen in Persönlichkeiten und dann natürlich dann auch ganz ähnlich wie die Musiker und Musikerinnen, die dann irgendwann verstehen, okay, sie müssen jetzt eigentlich funktionieren, on point sein, hochprofessionell sein, die können nicht rotzbesoffen auf eine Bühne gehen, sondern die müssen jeden Tag spielen und da musst du halt einfach fit sein und trinken wahrscheinlich irgendwelche Tees vorher, dass die Stimme nicht amok geht. Ja, das ist halt ganz ähnlich so und ich glaube, wenn du eine große Firma baust, musst du genau diesen Wandel durchlaufen. Ich glaube, dieses Bild passt und diese Analogie ist gleich. Und ganz ähnlich auch die Frustration der Fans, die sagen, hey, ich kannte die schon, da haben die in einem kleinen Hinterhof gespielt. Jetzt hier, wenn sie im Stadion spielen, ach, pff, jetzt, die haben sich verkauft. Das ist eigentlich auch so ein ganz ähnliches Bild, wie wir es auch haben. Wir kennen uns noch seit alten Sektor 5 Hinterhofzeiten, als Startup noch richtig Startup war. Jetzt hier ist das ja an jeder Ecke und Das ist einfach wie jedes Thema ein bisschen verläuft und es ist auch ganz interessant. Ich glaube, das sollte man Gründern auch mitgeben, dass das so ist, dass das cool scheint am Anfang und solange man in der Pitch-Phase ist und nur an Ideen arbeitet, ist alles easy. Weil eine Idee kannst du schnell mal schmieden und auch 3 Monate dran verbringen.
Aber sobald du in die Umsetzung gehst, ist es nicht mehr easy, ja? Egal was du machst. Und wenn du Passion dafür hast, ist das alles cool, aber selbst dann ist es schwierig. Aber wenn du dann eine lose Idee hast, die vielleicht nur da ist, um Geld zu verdienen, wirst du sehr schnell merken, dass das sehr zehrend ist und sehr Burnout-gefährdend, wie man bei vielen Menschen ja auch sieht. Ja. Also das ist der schnellste Weg in den Burnout, dass du an etwas arbeitest, das viel Ressource kostet und dich nicht interessiert am Ende des Tages. Ist nicht der beste Weg, den man einschlagen sollte als junger Mensch, glaube ich. Da ist was Spannendes, was ich immer wieder sehe, gerade bei technischen Gründern, die am Anfang sagen, hey, es gibt nichts Geileres für mich, rund um die Uhr am Produkt zu arbeiten, zu coden, zu programmieren. Dann wird die Firma größer und irgendwann haben die seit Monaten keine Zeile Code mehr geschrieben und hassen aber das, was sie machen, weil sie sagen, hey, ich bin Manager, ich will eigentlich nur coden. Da gibt es ein berühmtes Beispiel von einem Gründer, der dann tatsächlich wieder in eine reine Coding-Rolle zurückgegangen ist. Hatte dann 4 Co-Gründer, also 3 Co-Gründer, war einer von 4. Gesagt, nee, ich möchte eigentlich nur programmieren, finde ich cool. Und andere, die halt tatsächlich dann irgendwas machen, was sie eigentlich nie machen wollten. Und das ist natürlich recht. Und andere, die tatsächlich auch mitwachsen und mit dem Ganzen mitgehen und machen und tun. Und teilweise sehr kaputt rauskommen und andere, die sehr heil rauskommen. Was ich ganz spannend finde. Es ist halt ein schwieriger Wandel, den man vollziehen muss, mitten all diesen Orkans. Du hast vorhin ganz beiläufig gesagt, dass das ganze Thema Startup dann irgendwann dich ein bisschen weniger interessiert hat und tatsächlich einfach das Impact-Thema immer mehr. Wie bist du damit in Berührung gekommen und was war es, was du dort gefunden hast, was du dann tatsächlich vermisst hast? Mit dem Impact-Thema bin ich relativ früh in Berührung gekommen schon, also auch bevor ich einen Impact habe, war, was mit einhergeht mit Punkrock ist der Wille, die Welt zu verändern mit dem, was man tut. Also Veganismus war für mich ein Thema, wie ich 12, 13 war, das ist umgerechnet, es muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, wo niemand wusste, was vegan bedeutet, inklusive mir nicht. Dass ich das erste Mal auf T-Shirts gelesen habe. Ja. Mitte der 90er hast du Veganismus entdeckt? Da gab es so Bands, die Shirts hatten, wo drauf stand, go vegan, there's no escape. Das war damals schon ein Ding, was jetzt heute nur politische Aktivisten irgendwie vor sich hertragen. Das war damals schon ein Thema, ich habe es am Anfang nicht verstanden, was das bedeutet. Das konnte man auch nicht googeln, weil es ja kein Internet gab oder nicht in dem Sinne oder man hatte noch kein Smartphone und so. Ja. Genau, und deshalb hat man sich begonnen zu interessieren. Erstens musste man mal Englisch lernen, um die ganzen politischen Texte auch zu verstehen, wodurch man dann in der Regel ein bisschen besser Englisch konnte als so der Durchschnitt. Und das Zweite war, dass man viel von der politischen Termina nicht verstanden hat. Das heißt, man musste nicht nur Englisch lernen, sondern man musste da auch reingehen, um zu verstehen, worum es geht. Und da ging es ganz stark immer um Ungleichheit, sozialen Wandel, teilweise auch schon in Richtung Umwelt und solche Themen, aber das war noch weniger ein Thema, als es heute ist. Es ging eher immer um genau so soziale Ungleichheit und wie kriegen wir die weg, Revolution und all diese Dinge halt. Ja. Und deshalb habe ich das eigentlich schon relativ früh in meiner DNA gehabt, zu überlegen, wie kann ich mit dem, was ich tue, irgendwo einen Impact haben. Und was ich spannend finde, ist mit all dem, also ich glaube, dass das eine ist, man baut ein Produkt, das direkt Impact hat, ist extrem stark, aber ich glaube, dass die größte Waffe, die wir in unserer Gesellschaft haben, Kommunikation ist. Und das gilt heute 10-mal mehr, als es in den 90ern galt, weil heute die Kommunikation so demokratisiert ist. Und in den 90ern hattest du Gatekeeper, die steuern konnten, aber das waren nicht viele und da gab es dann 1, 2 Messages. Und heute, wie man sieht, jetzt in der Pandemie hat sich das ja multipliziert, was das für Auswirkungen nehmen kann. Wenn quasi jeder seine Meinung kundtun kann und Verschwörungstheorien nicht mehr hinterfragt werden und so weiter, wie gefährlich das ist und wie schnell man aber auch falsche Aussagen und Fake News und so weiter streuen kann, nicht erst seit Trump. Ja. Und deshalb glaube ich, dass das ist ja alles am Ende des Tages auf den Grundlagen der Propaganda von Bernays Anfang des 20. Jahrhunderts begründend. Und mit Social Media und dem Internet hat halt jeder Zugang bekommen. Und das kann man fürs Gute nutzen und fürs Schlechte. Und wenn man es fürs Gute nutzt, dann kann man sehr viel Hebel damit haben, glaube ich. Und deshalb habe ich dann irgendwann mich auch damit abgefunden, in dieser ganzen Branding, Marketing, Kommunikation, Strategiewelt mich aufzuhalten, weil ich da sehr viel Impact dahinter sehe. Und weil daran auch große Ideen scheitern, sehr viele nämlich. Also ich habe sehr viele Projekte gesehen, die großartig waren von dem, was sie getan haben, super Expertise dahinter war, die daran gescheitert sind, nicht zu wissen, wie man daraus einen Brand macht und die Masse damit erreicht. Und der Auslöser war ein T-Shirt in den 90er Jahren. Das finde ich super geil. Das ist jetzt sehr, platt formuliert, aber ja. Aber schau mal, Freund, das fand ich schon interessant, weil so viele Menschen tragen Messages in die Welt hinaus, ohne je darüber nachzudenken. Und so viele empfangen sie, ohne je darüber nachzudenken.
Ich finde spannend, dass quasi ein T-Shirt im weitesten Sinne dafür gesorgt hat, wo du heute gelandet bist. Ich komme darauf zurück. Und das Interessante, was ich halt finde, ist, wie viele Menschen Messages tragen, ohne sich damit zu beschäftigen. Und ein schönes Beispiel ist, man kann jetzt in jede Richtung drüber sprechen, ist natürlich Rage Against the Machine war vielleicht ein bisschen schuld, aber die typischen Che Guevara-Bilder, wo man sagt, weißt du eigentlich, wer der Typ ist? Weißt du, was du gemacht hast? Jetzt schon wieder der Verweis auf die Wand dort drüben. Aber das finde ich so interessant. Und viele Leute, die zum Beispiel ein Bild von Che Guevara tragen und du sagst, hey, weißt du denn, was der gemacht hat? Weißt du, wofür gestanden ist? Weißt du vielleicht auch die Schattenseiten seiner Person? Die sagen, nee, aber das ist ein geiles Foto. Das ist cool, das steckt für Revolution. Ja. Sagst, du weißt schon, dass da auch eine ganze Menge Menschen an die Wand gestellt hat, einfach mal so. Nee, der ist cool, der Typ. Ein Foto. Und alle sehen nur das Foto und bewerten das und tun sich nie die Mühe an, auch hinter das Bild zu schauen. Sehr spannend. 90er Jahre Veganismus kann ich mir also gar nicht vorstellen, wie man sich dort überhaupt hat ernähren können, weil es ist heutzutage gar nicht mal so einfach. In den 90er Jahren ohne Quellen. Aber gut, das wäre wahrscheinlich ein ganz eigener Podcast. Das ist auch sehr spannend. Du drückst aber viel über deine Persönlichkeit aus, dass du dann so früh so Ich bin ja noch Vegetarier geworden. Veganismus war eh noch nicht möglich, abgesehen davon. Ja. Meine Eltern haben schon mit Vegetarier sein, so, das ist, da stirbt man quasi, wenn man kein Fleisch isst. So war das irgendwie. Und haben immer wieder versucht, Fleisch unterzujubeln. Aber ja, ich bin mit 14, 15 so vegetarisch geworden, dann genau. Erst später dann vegan. Das ist krass. Also ich finde das super spannend. Und du hast es gerade sogar gesagt, die größte Waffe in unserer Welt ist die Kommunikation. Hast du natürlich recht. Und den größten Impact kannst du dann natürlich auch genau damit erzeugen. Erzähl uns ein bisschen, wie dich dann diese Impact-Reise fortgesetzt hat und vielleicht auch, wo du dann heutzutage sozusagen gelandet bist. Ja, dazwischen vielleicht noch. Also ich habe dann, wie ich diese Filmproduktionsfirma gegründet habe, ein Projekt parallel gegründet. Das war das, was ich 2010 gepitcht habe. Da war damals, MTV ging hinter die Paywall. Das war eine sehr spannende Zeit, es gab kein freies MTV mehr. Und ich bin gerade quasi aus der Produktion rausgekommen, aus der Uni rausgekommen und wusste, wie man Menschen organisiert, die Content produzieren. Und man hätte anfangen können, damit kleine Projekte zu machen. Und meine Vision war aber damals in der völligen Naivität quasi, wir bauen jetzt ein neues MTV. Also mein erster Pitch von damals war MTV for Entrepreneurs. Das war so diese Vermischung von Startups quasi und dem, was ich tun wollte. Mit Helmkamera, um den Leuten zu zeigen, quasi ihr könnt jetzt die sein, die mal im Fernsehen sind. Und viele davon sind ja dann auch tatsächlich im Fernsehen gelandet, lustigerweise. Da war Flo Gschwandtner im Publikum zum Beispiel. Ja. Genau, und ich habe das Ganze dann Dreamer TV genannt, rauskommend aus diesem ganzen Dream Academia-Ding und quasi Inspiration und dem, was mich interessiert hat, Musik, alternative Szenen, Subkultur und so weiter. Und wir haben dann 2,5 Jahre daran gebaut, quasi eine Streaming-Plattform zu bauen. Also nicht quasi, sondern das ist heute noch eine Streaming-Plattform wie Netflix, die damals eine der ersten war, die schon Multi-Device konnte, also schon eine Samsung-App dafür gebaut hatten, eine Mobile-App dafür gebaut hatten und so weiter. Genau, und haben dann angefangen, quasi wieder aus der Garage, die dann Sektor 5 hieß, zu schauen, wo kriegt man als jemand, der kein Geld hat und keine Ahnung von Medienbranche hat, Content her. Und ein Freund von mir war damals quasi unser erster Mitarbeiter, der ist heute Content Curator bei South by Southwest unter anderem. Der hat damals den Job bekommen, du setzt dich da jetzt hin und suchst im Internet nach Dingen, die wir gern spielen würden. Und das war damals noch ganz stark auf Vimeo, aber auch auf so alternativen Filmblogs und so weiter. Und wir haben dann Content gefunden, Musik-Content in Detroit, wo Leute in verlassene Buildings gingen und dann Live-Sessions dort gespielt haben und so weiter und haben das dann lizenziert und haben eine eigene Plattform gebaut und parallel aber auch selber produziert, unter anderem das erste Porträt, das es über Flo Gschwandtner gab, das findet man heute noch auf YouTube, haben wir 2010 gedreht und so eigene, das hat Founders Hood geheißen, quasi so die Vermischung aus Gründer und wo ist der aufgewachsen, die Serie, und haben dann quasi unser eigenes kleines MTV gebaut. Und das war sehr lange, sehr spaßig, bis dann ein Punkt kam, wo man gemerkt hat, es kostet Geld, Content zu produzieren, es kostet noch sehr viel mehr Geld, welchen zuzukaufen. Und wie das Projekt dann an dem Punkt war, wo wir gesagt haben, hey, das geht so nicht weiter und wir kurz davor waren, es zu beenden, kam dann ProSieben Accelerator, die Ausschreibung für die erste Klasse ProSieben Accelerator in München. Und ich glaube, wir haben uns, das waren am Freitag, 12 Uhr war die Deadline und wir haben Freitag 10 Uhr festgestellt, heute ist die Deadline um 12 und haben irgendwie dieses Pitch-Sheet ausgefüllt und hingeschickt und am Montag drauf wurden wir eingeladen, für den nächsten Donnerstag nach München zu kommen und dort zu pitchen.
und sind dann als eines von, ich glaube, 650 beworbenen Startups aufgenommen worden. Es waren 6, die dann in den Accelerator gekommen sind. Nicht 7, sie haben kein 7. gefunden, um das Pro7 irgendwie unterzubekommen, genau. Und ja, und dann war die große Frage, machen wir das? Wir sind aufgenommen worden, hatten dann circa 4 Wochen Zeit zu entscheiden, ob wir dabei sein wollen und hatten noch dazu, waren Österreicher, mussten in München gründen dann. Also da waren einige Hürden dabei und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht mehr, wo das Projekt eigentlich hingehen soll. Und haben dann für 5 Millionen gepitcht dort eigentlich. Haben gesagt, ja, wir bauen jetzt so eine Streaming-Plattform quasi. Das war zu dem Zeitpunkt, war Netflix bei uns noch kein Thema. Ich habe aber meine Bachelor- und Masterarbeit zu dem Thema geschrieben gehabt, Streaming-Plattform und die Veränderung von Fernsehen. Und genau, habe dann so Internet-Fernsehsender gepitcht, halt, weil das das Einzige war, was die Leute verstanden haben. Und haben dann mehr oder weniger eine Streaming-Plattform gebaut, die nie online ging, die heute noch in der Schublade liegt. Wo ich, wenn ich sie heute noch sehe, immer noch Wehmut empfinde, weil das heute ein Thema wäre, das sehr viel besser funktionieren könnte als damals, wo noch niemand verstand quasi, was das ist. Aber auch damals hätte man mit viel Investorengeld ein sehr großes Projekt daraus machen können und sehr schnell exiten können, weil Medienkonzerne damals jedes Projekt, das in die Richtung ging, gekauft haben. Allerdings in New York und nicht in München oder in Wien. Also warum habt ihr es nicht gemacht? Weil die Vision nicht mehr klar war dahinter. Das war zum einen, ich will Impact schaffen, zum anderen, ich will den Fernseher, das Coole von, ich baue meinen eigenen Fernsehsender quasi. Und wollen wir Produktionsfirma sein oder wollen wir Plattform sein? Und ich war im Herzen immer am Produzieren dran. Also wir haben zum Beispiel in Jamaika eine Serie über die bekanntesten Recording-Studios der Geschichte gedreht. Das war viel mehr meins, als nur der Host zu sein und der Kurator, der anderen Leuten Geld gibt, damit die Content produzieren. Deshalb muss man sich sehr klar sein, wenn man ein Projekt macht, auch wo soll das eigentlich hingehen und was ist wirklich meine Passion dahinter. Weil über Jahre hinweg wird man nur das gut durchführen. Genau, und dann, ja, dann ist das irgendwo im Sand verlaufen. Und wenn ich heute so drauf schaue, denke ich mir so, wäre Netflix 3-4 Jahre früher gekommen, hätten wir es entweder nicht gemacht oder wir hätten sehr viel Investorengeld bekommen, um es zu machen. Ja. Und ja. Blip TV und andere Projekte aus New York sind um 50, 100, 150 Millionen verkauft worden, obwohl das genauso heiße Luft war wie unser Projekt zu dem Zeitpunkt. Ja. Charmante Einschätzung. Ja, interesting. Und ist lustig, wie war das dann im Accelerator? Also habt ihr den dann gemacht oder nicht? Nee. Ja, haben wir gemacht. Doch. Ja. Ich war dann, wir waren 6 Monate oder so in München, genau. Schreckliche Stadt, um das dazu zu sagen. Schreckliche Stadt zum Leben. Warum? Hier sind eine gute Stadt, um ein Medienprojekt zu bauen eigentlich, weil die ganze Medienlandschaft Deutschlands, wurscht ob Verlagswesen oder Fernsehwelt, sitzt eigentlich in München. Sehr viele spannende Menschen auch kennengelernt, also von dem, wie der Zugang war für das, dass es eine erste Klasse war, haben die echt einen guten Job gemacht. Also wir haben alle Geschäftsführer des ProSieben-Konzerns kennengelernt und da sitzen viele Firmen darunter. Wirklich gute Zugänge bekommen, auch zu Investoren. Es war nur das Thema, jeder Investor, der vor uns gesessen ist, wir hätten auch Geld bekommen. Ich habe nur bei jedem das Gefühl gehabt, der hat keine Ahnung, wovon wir reden. Also die wissen nicht, was wir eigentlich machen wollen. Die waren einfach nur, okay, ihr wart in einem Accelerator, macht ein Medienprojekt, da habt ihr Geld quasi. Und dann wollten die meisten einem ihr eigenes Ding, das sie irgendwo in der Schublade hatten, drüber stülpen und ich habe dann noch Rest-Content von da und dort und das könnte man ja spielen und so. Das war, also diese Welt hat mich dann komplett weggebracht, eine Zeit lang von dem ganzen Startup-Ding. Ja? Also mit Investoren, mit denen man kein Bier trinken gehen würde, normalerweise in einem Raum zu sitzen und das Gefühl zu haben, die verstehen einen nicht und wollen einem trotzdem Geld geben. Das hat mich irgendwie als Mensch auch abgeschreckt. Ja. Und ProSieben hatte auch nie eine Plattformidee hinterentdeckt für sich und ihren Content. ProSieben war durchaus offen. Die hätten uns auch, da war MyVideo gerade so an dem Punkt, YouTube überholt uns an allen Ecken und Enden, auch im deutschsprachigen Raum quasi, was machen wir damit? Ich weiß nicht, ob es MyVideo noch gibt. Und wir sind im Nachbarbüro von Maxdome gesessen. Ich weiß nicht, ob es Maxdome noch gibt, die Streaming-Plattform von ProSieben, die damals eigentlich relativ groß war und ich glaube wahrscheinlich noch größer als Netflix zu dem Zeitpunkt 2013. Die sind direkt im Büro neben uns gesessen, halt mit 85 Leuten und wir waren 2. Und das war schon ein Thema, wie man das verschmelzen könnte. Allerdings war für uns der Fokus immer international und immer auf Subkultur international und nicht deutschen Trash-TV-Content quasi zuzukaufen. Und ich hatte viel zu wenig Ahnung von Lizenzbusiness damals. Wie kommt man an Content quasi? Wie kauft man Content zu und so weiter? Auch da haben wir Zugänge bekommen, aber wir waren damals, ich war 26, 27, also große Vision, auch gut im Produkt umsetzen, unsere Streaming-Plattform. Wir sind deshalb genommen worden, weil wir eine fertige Plattform dort pitchen konnten, wo alles funktioniert hat, was super ausgeschaut hat, super Brand dahinter. Aber wir hatten de facto keine Ahnung, wie man eine Streaming-Plattform baut.
da hätte man 10, 15 Jahre Erfahrung in der Medienbranche, hätte nicht geschadet quasi, um zu wissen, wie Lizenzdeals funktionieren und so weiter. Und dann hast du eh schon angedeutet, das Ganze hat eigentlich dazu geführt, dass du eigentlich ein bisschen genug hattest von dem ganzen Startup-Umfeld dann. Genau, ich bin dann wieder zurück in die Produktionswelt, habe mit einem anderen Freund von mir, der auch gerade aus seinem Startup ausgeschieden ist, wieder eine Produktionsfirma gegründet. Und wir haben uns dann sehr viel in Richtung Impact bewegt, also geschaut, wo sind Projekte, die Unterstützung brauchen. Wir haben teilweise auch sehr, sehr günstig unsere Unterstützung angeboten, Deals gemacht mit den Leuten, um Projekten auch auf den Weg zu helfen. Haben dann gemeinsam ein Jahr lang Waldviertel auch betreut, den österreichischen Schuhbrand, der einer der spannendsten Brands international ist, finde ich, bis in Silicon Valley auch bekannt ist, über mehrere Kreise. Und genau, und irgendwann 2020 war dann Pandemie und dann bin ich irgendwie in die Vollpension gestoßen, über Zufall mehr oder weniger. Also ich war Zaungast bei den Innovation Calls, die sie gemacht haben, wo die Fragestellung war, wie kann man ein Kaffeehauskonzept, das jetzt zu hat, über eine Pandemie bringen und wie kann man sie vielleicht digitalisieren. Und ich habe zugehört, weil meine Ex-Freundin damals die Calls moderiert hat und ich immer wieder gehört habe, so Streaming und man könnte ja Livestreams machen, wo die Oma den Menschen backen lernen und so weiter. Und Airbnb Experience ist ein Thema, in dem ich mich ganz gut auskenne und Online-E-Learning war auch immer eins meiner Themen. Und ich habe bemerkt, da ist sehr viel Innovationsdrang und Idee, aber relativ wenig praktische Erfahrung, wie man so etwas umsetzen könnte. Und für mich war das sofort groß im Kopf, ja, wow, wir bauen eine Oma-Online-Backschule quasi so. Und das haben wir dann gemacht, ja, also das haben wir die letzten, also im März 2020 ging es dann los mit der Ideenphase und eigentlich im Juni 2020 ging es schon los mit Umsetzung und zwar auch da relativ großspurig. Wir haben einfach überlegt, wer ist die Designbude, wer ist die Webbude, wen hätten wir gerne als Partner und wir sind dann die rangegangen und haben gesagt, hey, wir haben kein Geld, aber eine große Idee, wollt ihr dabei sein? Und die haben auch, bevor wir noch Geld hatten für das Projekt und Finanzierung hatten, gesagt, ja, cool, wir sind dabei. Und wir hatten von Anfang an eigentlich ein super Team, das an dem Projekt gearbeitet hat. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Ja. Mega. Man muss vielleicht erklären, für einige Leute, die quasi die Vollpension nicht kennen, die quasi nicht aus Wien und Umgebung sind, wobei man kennt eigentlich österreichweit die Vollpension, aber wir haben tatsächlich, habe ich unlängst gesehen, sogar Hörer und Hörerinnen aus Island. Richtig geil. Also spannend. Tatsächlich waren wir da auch schon in den Charts in Island. Mega. Hallo an euch an der Stelle. Mörderisch. Die Vollpension ist, bitte korrigiere mich Manuel, aber ist im Prinzip ein Kaffeehaus mit einem sehr, sehr, sehr besonderen Kniff, dass dort im wahrsten Sinne des Wortes Großmütter backen, wie zu Hause bei Omi und dann natürlich dir auch das geben, was dazu führt, dass du dich halt wie bei Oma zu Hause fühlst, was aber auch dazu geführt hat, als die Pandemie gekommen ist, natürlich nochmal extra bedrohliche Situation eben für die Damen dargestellt hat und natürlich es eigentlich darum ging, sich nochmal ein Stück neu zu erfinden. Ist es ein Sozialprojekt, kann man das sagen? Oder? Es ist ein Social Business, also es ist keine NGO oder ein Verein. Es gibt einen Verein auch dahinter mit einem sozialen Zweck, aber das Grundbusiness ist ein Social Business. Was verbinden soll, ja. Man macht Geschäft, wie man Geschäft macht. Also man muss genauso ein Business Model haben wie jedes andere Unternehmen, aber man hat einen Social Cause, der oben drüber steht quasi. Und einfach den besten Kuchen in der Stadt. Genau, das war so die Grundidee, wo gibt es den besten Kuchen. Das ist von den Gründern damals während der Design Week 2012 entstanden. Während einem Kaffeehausbesuch haben die beiden Gründer gesagt, hey, der Kuchen ist trocken, die Oma macht einen viel besseren Kuchen. Bringen wir doch die Oma in der Stadt dazu, Kuchen zu backen für junge Leute, damit es einen gescheiten Kuchen gibt in der Stadt quasi. Und so ist das dann entstanden und 3 Jahre später ist dann aus dieser Pop-Up-Idee quasi das erste Kaffeehaus, das es heute noch gibt, im 4. Bezirk in der Schleifmühlgasse entstanden. Und dann 2019, kurz vor der Pandemie, kam dann das zweite Kaffeehaus und dann kam eben Pandemie und die Frage, wie digitalisiert man ein Kaffeehaus-Business? Du hast also 2 Fragen. Erstmals, wie digitalisiert man ein Kaffeehaus-Business? Also was glaubst du, ist da wirklich wichtig gewesen am Ende, dass das funktioniert? Und das Zweite, du hast gesagt, dass die Partner, die ihr bei diesem Projekt hat, die haben gesagt, sie sind dabei, obwohl ihr noch gar kein Geld habt. Was glaubst du, war entscheidend, dass sie sich dazu hinreißen haben lassen, das auch ohne den finanziellen oder die finanzielle Sicherheit zu machen? Die einfache Antwort wäre der soziale Hintergrund des Projekts. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das allein nicht reicht. Also es sind 2 wesentliche Aspekte. Die Vollpension,
Der Gründer der Vollpension ist Markenmanager und die Vollpension ist eine extrem starke Marke, nicht nur aufgrund des Inhalts, sondern auch im Außenauftritt eine sehr starke Marke, was für jeden Kreativen ein Anreiz ist, quasi dabei sein zu wollen, weil man sieht, da ist Markenverständnis auch da und man kann auch Dinge umsetzen. Das ist wichtig. Und dann in der Umsetzung, das sind Leute im Unternehmen, die wissen, was sie wollen und wie so ein Projekt laufen soll, ohne dass sie mir in meiner täglichen Arbeit die ganze Zeit reinreden. Wir haben ja Experten dazu geholt, weil wir Experten haben wollten und nicht, weil wir es selber machen wollten und nur Diener quasi haben wollten, die es dann umsetzen. Und das sind zwei wesentliche Aspekte. Ich habe schon Projekte gemacht, auch als Berater, wo die Idee gut war, wo auch die Gründer vielleicht gut waren, aber wo viel zu viel mitgeredet wurde in meinem Bereich, wo ich dann gesagt habe, ihr bezahlt mich als Berater und wenn ich euch berate, wird nichts davon umgesetzt. Wozu bezahlt ihr mich? Ja, das macht keinen Sinn. Und bei der Vollpension ist das anders und das kann ich auch nach 2 Jahren immer noch sagen, dass ich habe noch nie in so einem angenehmen Team gearbeitet, aus Menschen, die so viel Kompetenz auch mitbringen, mit extrem flachen Entscheidungshierarchien, wo wir an einem Tag eine Idee haben und am nächsten Tag, also literally am nächsten Tag wird die Idee umgesetzt. Wir haben ja nicht nur in der Digitalisierung des Kaffeehaus-Business extrem viel Innovation reingebracht, sondern im kompletten Gastro-Geschäftsmodell hat die Vollpension in den letzten 2 Jahren ja zig Innovationen von der Buchtel to go über eine komplett neuartige Speisekarte, die das Gastro-Geschäftsmodell per se quasi hinterfragt hat, sind da ja laufend neue Innovationen rausgekommen. Und das Umfeld so zu arbeiten, dass man sagt, okay, da könnte ein Problem kommen, weil mit der Pandemie kommt das und das oder es wird geschlossen. Was können wir tun? Eine Idee ist am Tisch und am nächsten Tag wird umgesetzt. Das ist natürlich für jeden Menschen, der gerne an innovativen Produkten arbeitet, extrem spannend. Die zweite Frage, wie digitalisiert man, entschuldige, wenn ich noch zwischen, wie digitalisiert man, das ist eine längere Frage. Da müsste ich dann erklären, wie die Backademie, die wir gegründet haben, wie das funktioniert. Das ist die erste Oma-Online-Backschule der Welt quasi und hat 2 Ausrichtungen. Das eine ist eine Airbnb-Experience-mäßige Ausrichtung, sprich, ich hänge mich in einen Zoom-Call mit der Oma, bis zu 8 Personen, und die Oma lernt mir übers Internet backen aus ihrer Küche heraus. Und das zweite, was wir gemacht haben, ist nach masterclass.com-Vorbild. Wir haben sogenannte O-Masterclasses gedreht, wo zu bestimmten Themengebieten die Omas in einem eigens gebauten Studio auf Hollywood-Qualität quasi erklären, wie Mehlspeisen gebacken werden. Da haben wir allein 2020 fast 13 Stunden Content gedreht in dem Studio und insgesamt 15 Stunden Content gedreht, der online verfügbar ist und verkauft wird und wo Menschen aus der ganzen Welt backen lernen mit der Oma. Oh, ich habe so Hunger. Ich kriege so Hunger, wenn ich dran denke. Glaubst du, ist der nächste Schritt, dass die Omas ins Metaverse kommen? Beziehungsweise was denkst du über das ganze Thema Metaverse als Medienproduzent? Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, ob die Oma da hinkommt, kann ich mir gut vorstellen. Also bei uns das Metaverse ist bei uns tatsächlich noch kein Thema. Das nächste Thema ist, wie erobern wir TikTok mit den Omas? Mhm. Ich sehe das sehr zweischneidig. Als Medienproduzent ist alles, was auch diese ganze NFT- und Krypto-Welt ist, sehr, sehr, sehr spannend, weil einfach Community-Building ein Riesending dahinter ist, die Mechanismen mega spannend sind, dass es extrem schnell ist und gleichzeitig ist es, weil es so schnell ist, nicht demokratisch zugänglich. Das ist das Problematische, was ich sehe, und sehr stark kommerzialisiert. Also der Background hinter all diesen Ideen ist immer, wie können Menschen Geld machen, auch wenn die Grundidee dahinter vielleicht nicht die ist. Aber alles, was irgendwie neu erfunden wird, wo neuer Space geschaffen wird und wo es möglich ist zu handeln, wird sehr, sehr schnell von den Leuten genutzt, die eh schon wissen, wie man Geld macht in der Regel. Ja? Die Zugang zu Wissen haben. Und das ist gerade dieses Thema Metaverse, ist, glaube ich, in der Breite 10 Jahre lang noch kein Thema, wenn es überhaupt ein Thema wäre. Also es wird ein Thema werden, natürlich, aber ob es in der Breite ein Thema wird, wo jeder Zugang bekommt, mag ich zu bezweifeln. Es wird ab einer gewissen Generation, ich glaube, wir sind schon alt bei dem Thema, aber in den Generationen darunter wird das ein Thema sein, aber auch dort eher einen kleinen Prozentsatz irgendwie profitieren lassen und sehr viele Menschen nichts davon haben lassen. Ja. Und das sehe ich als sehr zwiespältig eigentlich. Ja. Mhm. Gleichzeitig aus kreativer Sicht natürlich mega spannend auch. Ja. Interessante Einschätzung. Wirklich interessante Einschätzung. Wird es mal ein Vollpensionscoin geben? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also, das klingt ja sehr gut. Ich kann dir noch nichts Konkretes sagen, aber das ist immer, also Coins sind ja immer wieder ein Thema, lange bevor es Krypto gab. Also bei Waldviertler zum Beispiel gab es so einen Waldviertler-Coin, mit dem man dann in den eigenen, ich meine, jede Lokalwährung ist im Prinzip ein kleiner Coin, ja.
Und jetzt kann man es halt über die Blockchain spielen. Aber das ist tatsächlich das Thema dahinter, ist eher das, wie schafft man eine Art Kundenbindung in einem Offline-Geschäftsmodell und wie verbindet man das mit Online? Das ist eins unserer großen Themen, mit dem wir uns seit 2 Jahren beschäftigen. Wie verschränken wir das Online-Digital-Business mit dem Offline-Kaffeehaus-Business? Mit dem Hintergrund, die Vollpension hatte vor der Pandemie ca. 200.000, 250.000 Gäste im Jahr. Sprich, diese Zielgruppe, sich online einzukaufen, das ist eine ziemliche Leistung und da ist sie schon vor Ort und da. Wie bringe ich einen gewissen Prozentsatz derer dazu, die Experience online zu kaufen? Und das ist spannend bei Touristen, weil die können dann, nachdem sie abgereist sind, natürlich nur die Online-Experience kaufen. Mit der Pandemie hat sich aber das Publikum gedreht und es waren plötzlich 80% Einheimische und nicht mehr Touristen. Und wie kann ich denen noch mehr Oma-Mehrwert geben und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass der Social Cost dahinter auch bestehen bleibt? Ja, zum einen ist, dass man die Oma sichtbar macht und dass man die beiden Kernthemen Altersarmut und Isolation auch mitkommuniziert, weil darum geht es am Ende des Tages. Das sind, glaube ich, Themen, die einfach immer aktueller werden. Und ich meine, Altersarmut und Isolation ist natürlich ein bisschen der Preis, den wir auch als Ergebnis unserer jetzigen Gesellschaft zahlen. Und es ist schön, das aufzulösen. Was auch mit dem Metaverse Isolierung natürlich noch mehr wird, diese ganze Isolation, auch wenn sie nicht gefühlt ist im Online, aber ich glaube, der persönliche Kontakt ist etwas Urmenschliches, das nicht innerhalb von 2 Generationen weggehen wird. Ja. Richtig, und der hoffentlich auch, wenn die Pandemie dann mal mit einer schönen Durchimpfung irgendwann mal überstanden sein sollte, wäre es natürlich, glaube ich, umso mehr schön, gerade auch zu Hause bei Oma zu sein, auch wenn Oma vielleicht nicht immer ganz da sein kann, dann vielleicht bei einer Oma. Ja, spannend. Ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber sinnieren. Wir wollen eigentlich das Ganze noch so ein bisschen abrunden mit etwas, was wir eine Speedround nennen. Das heißt, es geht darum, schnelle Fragen, schnelle Antworten. No pressure, mein Freund. Ja, ja. Das ist das, was meine Interviewpartner lieben, Wordraps, nämlich niemand. Aber bitte. Es ist halb so wild. Was ist denn dein größtes Learning? Nie Dinge zu tun, die man nicht tief im Herzen fühlt. Mhm. Was ist dein bester Lifehack? Dinge zu tun, die man fühlt. Was ist deine Buchempfehlung? Ich würde tatsächlich Propaganda von Edward Bernays sagen, weil man sehr viel über die moderne Welt lernen kann. Was ist dein Lieblingsprodukt? Auch wenn es jetzt sehr kommerziell klingt, aber es sind tatsächlich meine EarPods. Die benutze ich wahrscheinlich am meisten von allen Produkten. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch 2 Fragen, die uns übrig bleiben, womit wir immer jeden Podcast abrunden. Das ist eine Prediction, sprich, das ist das, was definitiv passieren wird. Und ein Moonshot, frei nach dem großartigen JFK, wo man etwas formuliert, was vielleicht sehr groß ist und noch sehr, sehr, sehr weit weg, aber durchs Ausformulieren ein bisschen näher kommt. Ein persönlicher Moonshot, oder? Genau. Also es kann alles sein, in Wahrheit. Auch die Prediction von bis. Die Prediction ist, dass wir, wenn wir so weitermachen, auf einen Crash zulaufen, der ein persönlicher Crash ist. Also wenn wir eben diese Isolation, die wir gerade angesprochen haben, wird zu etwas führen, wo ein Rücklauf sein wird in die analoge Welt mit all den digitalen Entwicklungen. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube, die Pandemie hat uns jetzt schon gezeigt, 2 Jahre in relativ hoher Isolation bringt bei den Leuten den Urinstinkt nach sozialem Leben zurück. Zum Glück öffnen die Clubs ja jetzt wieder bis 12 ab 5.3. Genau, und der Moonshot, also mein persönlicher Moonshot wäre, ich freue mich schon bald, um die Welt zu reisen und die Omas, die den besten Kuchen in jedem Land der Welt backen, zu besuchen und daraus eine Netflix-Serie zu machen. Aber insgesamt für die Welt wünsche ich mir, dass wir schaffen, in Richtung, also dass wir eine sehr viel pragmatischere Politik schaffen, dass das, was jetzt an Schauspiel in der Politik da ist, weicht einem Zugang, der umsetzt, gerade in der Klimakrise, die ja viel größer ist als unsere Pandemie, und dass wir endlich von diesem Clown und dieser Bühne, dass sich da demokratische Bewegungen entwickeln, die tatsächlich anpacken und lösungsorientiert an den Lösungen der Zukunft arbeiten und dass wir die Klimakrise gebacken bekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein starker Optimist, bin aber nicht allzu optimistisch, dass wir das in nächster Zeit hinkriegen und dass es wahrscheinlich eher einen kleinen Crash brauchen wird, damit wir das hinbekommen. Aber ich hoffe das Beste. In dem Sinne, Rahmen, mein Bruder. Ja, wir hoffen natürlich das Beste.
Es war uns eine Freude, mit dir gemeinsam ein bisschen laut nachdenken zu dürfen, nach vorne und nach hinten denken zu können. Manuel Gruber, danke, dass du mit uns heute eine gute Zeit verbracht hast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung an euch. Ja, wir freuen uns. Und podcast@austrianstartups.com, wenn du Feedback hast oder natürlich auch im Discord-Channel. Wir freuen uns sehr darauf. Und natürlich, lieber Manuel, ja, wenn man sagt, hey, ich habe Ideen, wie wir dein Archiv ausheben können, würden wir gerne natürlich auch die mutigen Archäologinnen und Archäologen unseres Startup-Ökosystems in deine Richtung lenken dürfen. Gerne. Toll. In dem Sinne, take care, stay safe. Und ihr dort draußen, bis bald. Dankeschön. Dankeschön.